Hallihallo, Tomaten, Saison 2019. Wir sind allerdings schon im Endspurt. Es ist ja immerhin schon Herbst. Und wir möchten trotzdem nochmal zeigen, wie Rispenhalter angebracht werden. Da haben wir schon den kleinen Rispenhalter. Wir benutzen diese braunen mittlerweile. Ich glaube, die weißen, etwas größeren, die werden auch gar nicht mehr hergestellt. Da ist auch schon die Rispe, um die es geht. Man sieht auch schon, dass die sehr, sehr stark abgeknickt ist. Und das ist auch der Grund, warum Rispenhalter überhaupt angebracht werden. Es kann nämlich durchaus sein, dass der Saftfluss so stark unterbrochen ist, dass die Früchte gar nicht mehr richtig wachsen und gar nicht mehr versorgt werden von der Pflanze selber. Deshalb also ein Rispenhalter. Und hier ist er schon. Einmal eingeklipst in der Schnur, um zu gucken, wie der Abstand sein muss, damit die Rispe schön gerade hängt. Und hat man diesen Abstand gefunden oder die Distanz gefunden, klipst man diese Rispenhalter noch ein zweites Mal an der Schnur ein. Und dann sind sie so verklemmt und so fixiert, dass sie sich nicht mehr verschieben. Das heißt, sie halten dann auch das Gewicht der Rispe und auch das Gewicht von viel schwereren Rispen und Tomaten aus. Und der Saftfluss ist wieder gut möglich. Man sieht es auch gleich nochmal von der Seite. Alles schön gerade, alles schön entspannt und nicht mehr so abgeknickt wie vorher. Das ist der Grund, warum man Rispenhalter anbringt. Wir benutzen die auch zu Hunderten im Grunde genommen jedes Jahr. Und ja, wir können es auch nur empfehlen. Es ist nicht bei jeder Sorte nötig. Ich hatte es in einem unserer anderen Videos auch schon mal gesagt. Aber dort, wo es nötig ist, ist es sehr hilfreich. Tja, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Interesse. Wer Fragen hat, einfach eine Nachricht schicken an tomatengarage@gmail.com. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns.